sitze hier mit Ralf Möller, offizieller Heimatbotschafter des Landes Nordrhein-Westfalen. Herr Möller, Sie sind ja Heimatbotschafter von einem Bundesland, wo Sie gar nicht leben. Ist das nicht so ein bisschen komisch? Ich bin sehr oft hier. Ich bin mindestens so 3-, 4-mal oder 5-mal im Jahr bin ich hier, ja. Aber es ist ein bisschen ja so, als würde man eine Nonne zur Sexbeauftragten machen. Sehr ja gut, nein. Also ich war sogar auch mal auf dem Kulturmagazin vom Spiegel, der nächste Ministerpräsident von NRW, von Nordrhein-Westfalen. Ja, aber keine Angst, Armin Laschet, du machst schon einen tollen Job. Ja, aber den Laschet könnten Sie ja windelweich prügeln, wenn Sie Lust hätten, oder? Ich bin ja kein gewalttätiger Mensch. Was müsste ich machen, um Heimatbotschafterin zu sein? Also du musst erstmal fit sein, freundlich sein, deine Heimat erklären können, ja? Und dann bist du Heimatbotschafterin. Jeder ist ein Botschafter, wenn er seine Heimat repräsentiert oder ganz einfach Menschen was erzählt. Kennen Sie Tabu? Ich habe schon mal von gehört, aber ich habe es, glaube ich, nie richtig gespielt. Sie müssen Heimat erklären, ja, für die Zuschauer zu Hause, ohne die Wörter Zuhause, Ina Scharrenbach, Lederhosen, Seehofer und AfD zu verwenden. Heimat? Also Sie dürfen ja das Wort nicht sagen, Sie müssen so, das ja okay erklären. So, und jetzt spielen wir eine Runde Activity. Ich habe hier ein paar heimatsnahe Begriffe mitgebracht, die wir dann beide für den jeweils anderen pantomimisch darstellen. Sollte ja kein Problem sein als oder, Schauspieler. Oder, also, jetzt muss ich mal schauen, was wir hier haben. Egal. Okay. Trauer. Ach, dem ich. SPD. Ach, ja. Durchfall. Abtreibung. Baby. Gott, Kirche, Kirche, Konfirmation, Teufelsaustreibung, krank, Gaga, psychisch krank. Ja. Wow, das war gut. Dann bin ich jetzt dran. Jetzt bist du dran. Lustig, Bier trinken, Oktoberfest. Okay, schunkeln, oh Gott, sag mal, Nazi. Markus Söder. Ach so, oh, nee, ja, gut. Aber ja, fast. Sie haben mal gesagt, Heimat ist auch Erinnerungen. Wie weit zurück darf man als Deutscher in den Erinnerungen, damit der Heimatbegriff noch positiv konnotiert ist? Man kann es schon, es ist ganz wichtig, klar, wir haben eine History aus den, die nicht gerade für uns Deutsche immer spricht, wo ich aber immer auch in Amerika immer wieder ab und zu konfrontiert werde, nämlich von dem Dritten Reich. Ja, müssen Sie dann oft auf Partys in L.A. sich aktiv vom Dritten Reich distanzieren? Nicht ständig, aber natürlich, dass... Man sagt dann schon mal zu den Deutschen, hey, Crowds, ne? Was für eine Botschaft haben Sie an die Leute aus Nordrhein-Westfalen? Die Botschaft ist, dass sie so bleiben sollen, wie sie sind. Ehrliche und gerade Menschen, die sagen, wie es ist, wie sie sich fühlen. Und diese Verbundenheit bringt mich auch immer wieder gerne zurück. Das ist eigentlich fast mehr Botschaft als in all Ihren Filmen bisher zusammen. Ich glaube, Ralf Möller ist wirklich Heimatbotschafter der Herzen. Weil so gut, wie Sie das jetzt rübergebracht haben, können Sie gar nicht spielen. Hast du toll gemacht. Sehr gut. Ja. Dankeschön.